Bonsoir tout le Schön. monde. Ah, Hallo, hallo. Genau. Ich stelle dich kurz vor. Genau. Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem 26. Afrika Live Festival. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend wieder einen Gast hier haben, Hint Medeb. Herzlich willkommen hier im Filmmuseum. Ich möchte Sie nur kurz vorstellen. Sie ist Journalistin und Dokumentarfilmerin. Sie hat unter anderem auch hier in Deutschland studiert, in Berlin und in Heidelberg. Deswegen spricht sie auch sehr gut Deutsch und wir können nachher das Gespräch dann auch auf Deutsch machen. Sie ist selber sehr viel unterwegs zwischen Europa, Nordafrika und dem Mittleren Osten und hat sich unter anderem mit einigen Themen beschäftigt, die sich immer wieder durch ihre Filme durchziehen. Zum einen mit der Jugend in Nordafrika. Sie hat 2012 und 2013 während der Arabischen Revolution, während des Arabischen Frühlings, zwei lange Dokumentarfilme gedreht. Bei einem geht es auch um einen jungen Musiker in Kairo, in den Slums von Kairo, und der andere beschäftigt sich mit Tunesien und auch dort den kleinen Nachbarschaften sozusagen, wo die Revolution entstanden ist. Musik ist eben das andere Thema von ihr. Auch zur Musik hat sie mehrere Filme gedreht, unter anderem auch in Tunesien den Film Tunisia Clash über den Underground Tunisian Rap. Und das dritte Thema sind Flüchtlinge, und das ist eben das, was uns heute Abend eben hier auch in dem Film beschäftigt, in Paris Stalingrad, der seine Premiere letztes Jahr auf dem Toronto Film Festival erlebt hat und seitdem auf sehr vielen Festivals zu sehen war, auf der ganzen Welt eigentlich, aber hier in Deutschland haben wir genau die Deutschlandpremiere. Das freuen wir uns sehr. Und wie gesagt, Flüchtlinge sind ein Thema. Sie beschäftigt sich seit 2016 mit den Flüchtlingen in Paris, insbesondere denen, die neu nach Paris ankommen und eben nicht wissen, wohin. Und sie arbeitet eben nicht nur jetzt in dem Film mit ihnen, sondern auch, sie macht auch Workshops, unter anderem eben auch Filmworkshops, wo die Leute ihre eigenen, die Flüchtlinge ihre eigene Geschichte auch selber in Filmen zeigen können. Soweit erstmal zu dir und genau, noch vielleicht ein paar einleitende Worte von dir und dann läuft der Film. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich, hier zu sein, ein bisschen Deutsch zu sprechen. Ich habe nicht so oft die Möglichkeit, Deutsch zu sprechen. Ich möchte Afrika Live Festival danken. Sie machen eine unglaubliche Programmation. Und jetzt mache ich einen neuen Film in Sudan. Ich habe letztes Jahr in der Zeit der Revolution angefangen zu filmen. Und dieses Jahr mit Afrika Live Sudan ist Guest of Honor. So, deshalb war das auch sehr wichtig für mich, hier zu sein. Gestern und vorgestern haben wir mit Baraka Sakin, der großartige, er ist da heute, großartige Schriftsteller aus Sudan. Und auch mit Samah, sie ist eine Schriftstellerin auch aus Sudan. Sie ist auch noch hier und wird morgen noch eine Diskussion mit ihr geben, morgen Abend. Und das war wirklich für mich sehr, sehr schön, weil letzte Woche war ich in Sudan, in Khartoum. Und ich habe Paris-Stalingrad in Khartoum vorgestellt, in Sudan Independent Film Festival. Und Africa Alive hat Talal Rafifi, who is the director of Khartoum, of Sudan Independent Film Festival, president ist, und er war hier in Frankfurt. Und es war unglaublich, dass ich letzte Woche in Khartoum mit Talal war und dann komme ich nach Frankfurt und er ist noch da. Das war wirklich, also ich war so, was passiert denn da? Und ich muss sagen, dass der neue Film, das ich jetzt drehe in Sudan, hat eine Beziehung mit dem Film, das Sie heute sehen werden, weil Paris-Stalingrad ist die Geschichte von Suleiman, und Suleiman kommt aus Darfur, aus Sudan. Und ich habe Sudan mit Suleiman entdeckt.
Also ich habe Sudan in Paris mit den Flüchtlingen, die aus Sudan angekommen sind, in Paris kennengelernt. Und bevor ich nach Sudan gereist habe, habe ich schon so viel über Sudan gehört. Und ich habe auch die Gedicht aus Sudan entdeckt mit sudanischen Flüchtlingen. Ich habe entdeckt, dass die sudanischen Leute lieben Gedicht. Also das ist ein Peuple de Poésie. Das ist ein Gedichtvolk, würde ich sagen, über Sudan. Und das hat mich wirklich erstaunt, weil zum Beispiel in Frankreich Gedicht ist wichtig, aber es gibt sehr wenige Leute, die Gedicht beim Herz auswendig sagen können. In Sudan irgendwann kann man Leuten treffen, auch Leuten, die in der Straße leben und schlafen und die nicht in der Schule waren, und sie werden plötzlich Gedicht sagen. Und das ist unglaublich. Gedicht, das Sie geschrieben haben, Gedicht, das Sie auswendig kennen, von, weil es gibt, also Gedicht ist seit 100 Jahren in Sudan sehr wichtig. Und man kann nicht die Geschichte Sudan verstehen ohne Gedicht. Und ich sage das, weil in dem Film gibt es mein Voice-Over, wo ich erzähle, was passiert. Und die andere Voice-Over sind die Gedichte von Suleiman. Und das werden Sie jetzt entdecken. Und ich bin hier nach dem Film, um mit Ihnen zu reden. Muss ich vielleicht noch sagen, dass dein Vater auch ein großer Dichter war. Ja, genau, das haben mein Vater, Abdelwahab Medeb, er kam mehrmals in Frankfurt, in der Buchhandlung Frankfurt. Er war seine Bücher sind ins Deutsch übersetzt, und er hatte eine große Liebe mit Deutschland. Er hat Berlin geliebt, er hat auch Heidelberg geliebt und Tübingen. Er ist in Erlangen und Tübingen als Resident geblieben für einige Monate. Und er war auch in Liebe mit die Weinstraße und Rheinpfalz und ja, wir haben sehr gutes Wein hier getrunken mit meinem Vater. Okay, dann sprechen wir uns nach dem Film wieder. Ja. Nochmal herzlich willkommen, Hind Medeb. Und ich werde auch mit ein, zwei Fragen anfangen, und dann werden wir ins Publikum öffnen. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie lange warst du vor Ort in Paris, Stalingrad, und wie ist es dir gelungen, sozusagen an deine Protagonisten zu kommen, also das Vertrauen zu gewinnen und dann sie dazu zu bekommen, dass sie in dem Film mitmachen? Ich habe angefangen zu filmen im Juni 2016 und dann bis den nächsten Sommer 2017, und dann mit Suleiman habe ich bis 2018 gedreht. Also wie ich habe dieses Vertrauen gefunden, das ist, weil am Anfang habe ich überhaupt keinen Film gemacht. Am Anfang, also ich lebe in Paris, ich bin in Paris geboren, und ich habe sehr lange in dieser Nähe, in Stalingrad, gelebt. Jetzt bin ich nicht mehr dort, aber ich habe noch viele Freunde, die in dieser Nachbarschaft leben. Wenn es hat angefangen, dass so viele Leute in der Straße waren, die Leute, die in der Nähe leben, die Sie in dem Film sehen, wie Agathe und Valérie, haben viel auch über Facebook geschrieben, was passiert ist, und ich wollte helfen. So am Anfang war ich jeden Tag dort, um zu helfen, zu übersetzen. Ich habe die Leuten geholfen, Papieren zu machen, also weil in Frankreich, wenn man apply for asylum, das heißt, dass man alles auf Französisch schreiben soll. Also die Papieren sind alle auf Französisch. Und das ist die Leute, die aus so weit kommen, die alles ins Französisch übersetzen sollen. Und ich denke, dass Rassismus is starting there. Ihr fängt dort an. Ja, mhm. Ja, genau. Und deshalb, die Leute haben mich kennengelernt, weil ich war dort jeden Tag, und auch viele Leute, die sehr müde waren, auch Frauen, die überhaupt nicht gefilmt wurden möchten, haben bei mir zu Hause gelebt, und dieses Vertrauenssache ist auch gekommen, weil ich war nicht neutral, ich war jemand, der dort war fast jeden Tag, um zu helfen.
Und dann, wenn ich gesehen habe, dass wir sind viele, viele Leute, die in Paris leben, die diese Situation nicht akzeptieren haben, wie ich, haben wir viel Lärm gemacht. Also wir haben zum Beispiel in der Presse geschrieben. Ich habe zum Beispiel ein Letter zu der Mayor von Paris, Madame Hidalgo, geschrieben, wo ich habe gesagt, dass das war so eine Schande, dass ich als Bürgerin, die da lebt, das will ich nicht in meiner Stadt sehen. Und dann haben wir viele die Politiker kennengelernt und gesehen, und sie haben immer so für die Promesse, aber nichts, also sie haben viel gesprochen, aber nichts gemacht. Und die Situation ist immer schlechter und schlechter und schlechter geworden. Und was Sie in dem Film sehen, ist wirklich under the reality. It's not so hard wie, das ist nicht so. Also es ist noch, die Realität ist noch schlimmer, als in dem Film gezeigt wird. Die Situation heute ist wirklich schlimmer geworden. Es gibt viele Leute, die Sie sehen, zum Beispiel in Porte de la Chapelle. Dieses Jahr haben wir 20 Selbstmord gehabt. Zum Beispiel ein junger Mann aus Mali, er war 16 Jahre alt und il s'est pendu, Porte de la Chapelle. Das war vor zwei Monaten. Und er hat geschrieben, help me. Ja. Und sowas happened, also das passiert jeden Tag in Paris. Und jetzt ist es nicht im Zentrum. Das ist even, das ist more difficult for the people to see it, because c'est caché, quoi. It's hidden. Weil es versteckt ist, ja. Vielleicht haben Sie Fragen. Ja, also erstmal vielen Dank für den schönen Film. Oder schön ist vielleicht das falsche Wort. ich war auch so ähnlich wie die Leute dort wahrscheinlich auch irgendwie immer irritiert, dass sich ständig eine Situation verändert hat. Und es war ja sehr viel Unruhe in dem Film. Und es kam auch gut rüber, wie die Leute sich fühlen müssen, wenn ständig ihre Situation sich verändert. Und mich also was mich jetzt wirklich persönlich interessieren würde, ob der Hauptdarsteller, also Suleiman, glaube ich, genau, ob der irgendwie jetzt auch Unterstützung von Ihnen bekommen hat, um seine Papiere zu bekommen, oder ob er das auf ganz, ich sage jetzt mal, normalem Weg bekommen hat und ja, wie? Weil das ist im Film... Papieren in Frankreich ist wie Lotterie. Das heißt, das hat keinen Sinn. Es gibt Leute, die von demselben Ort kommen. Einer wird Papieren haben, der andere wird kein Papier haben. Wir haben jetzt ein System in Frankreich, wo es Quota gibt, aber das ist Geheimnis, das ist nicht offiziell gesagt. Aber die Realität ist, dass OFPRA in Frankreich gibt Asylum zu 20%, 30% Maximum jedes Jahr. Also jedes Jahr, wir haben zum Beispiel 8000 Leute, die Asylum fragen in Frankreich, und das heißt, von dem diese 80.000 Leute, die Asylum gefragt haben, das wird nur 20%, 30% Leute, die Asylum bekommen werden. Egal, ob die Geschichte falsch oder nicht falsch oder was weiß ich ist, egal, wo die Leute auskommen. Und es ist auch dieses Problem, dass ich kenne zum Beispiel jemand, er kommt aus Afghanistan, und Frankreich hat ihn zurückgeschickt nach Afghanistan, und er ist zurückgekommen nach Paris. Und sie haben ihn noch zurückgeschickt, das ist verrückt. Und die Leute zum Beispiel, die aus Afghanistan kommen, meistens sind Teenagers, die sind 15, zwischen 15 und 20, und sie kommen, weil sie kommen aus kleinen Dörfern, die in der Nähe von Taliban sind. Und das heißt, Taliban, sie kommen zu Hause, um die Kinder zu nehmen, damit sie Krieg, also mit ihnen so streiten, Kämpfer werden. Und die Familien, weil sie Angst für die Jungen haben, für die Söhne, all das Geld, das sie haben, sie zahlen einen Passeur, damit sie nach Europa gehen. Deshalb gibt es so viele, die aus Afghanistan kommen. Und sie kommen, weil sie Pazifist
Pazifisten. Ja, Pazifisten sind, ja, weil sie nicht anderen Leute töten möchten. Und das ist, ich glaube, so ein Recht, wenn dass man nicht andere Leute töten will. Also ich denke, das ist ganz normal. Aber für französische Staat ist es egal, weil das hat nichts zu tun mit Human Rights, das hat nur zu tun mit Politik. Und die Politik in Frankreich jetzt gerade ist, damit man nicht über soziale Sachen spricht, spricht man die ganze Zeit über Immigration. Weil Immigration ist überhaupt kein Problem in Frankreich. Nur um ein kleines, pour donner quelques chiffres. Zahl zu tun, ja, oder? Ja. Flüchtlinge sind meistens nicht in Europa. Also es gibt zum Beispiel 1 Million Flüchtlinge aus Sudan in Uganda. Es gibt auch sehr viele Leute aus Somalien, in Kenia, in Äthiopien. Ein Land wie Libanon hat 1 Million Syrien-Flüchtlinge. Und in Libanon, es gibt 4 Millionen Leute, die dort wohnen. Im Jordan, Amman, es gibt die Palästinien-Flüchtlinge, Millionen auch. Also die Flüchtlinge sind meistens in Afrika und außerhalb Europa. Und zweitens für mich, was ich wirklich macht mich sehr, sehr en colère, wütend, ja. Ist, dass Frankreich ist sehr reich, weil sie kolonisiert hat. Und die ganzen Leute, die sie jetzt nicht will, sie sprechen Französisch, wie die 2 Kleinen, die sie gesehen haben aus Guinea-Bissau und Gabon. In Mali, diese Länder, die Kinder, sie sprechen Französisch wegen dieser Kolonisation und das System, Education-System ist auf Französisch in viele, viele afrikanische Länder. Und dann diese Leute, sie kommen nach Frankreich, weil sie träumen aus Universität, studieren, etwas Besseres. Und man sagt, ach nein, das geht nicht. Aber ich sag immer, wer hat am erstens gereist? Die Franzosen sind nach Afrika gegangen, sie haben alles genommen, sie haben Slavery gemacht, was weiß ich, und sie sind reich geworden auf dem Rücken Afrika und jetzt möchten die Afrikaner nicht haben. Und ich sage nochmal was, ich bin in Frankreich geboren und erzogen, aufgewachsen und ich war auch in der Schule in Frankreich und ich habe immer über Philosophie und Human Rights gehört und gelernt. Und was ich gesehen habe in Paris, die eine der reichsten Städte in der Welt, was ich gesehen habe mit meinen Augen, ist, dass diese Human Rights Thing, das ist only for white people. Das ist only for the citizens. It's les droits de l'homme et du citoyen. If you're not a city, if you don't have citizenship, you're not a human being. And this is what's happening in Europe, all over Europe right now. And for me, it was very important to talk about Paris because Paris is one of the most famous cities in the world. Everybody knows Paris. Everybody dreams of honeymoon in Paris and Tour Eiffel. But Paris is also this. And we are a very rich city. We pay a lot of taxes. And I wish the taxes I pay would go to not have anyone sleeping in the streets, including the French people, because we have a lot of homeless in Paris because the prices are increasing and it's very difficult to find a place to live and to be able to pay the rent because the salaries are not going up, but the life is always more and more and more expensive for people. And that's why we have the Yellow Jacket movement. And that's why we have a president who is like frightening. And instead of giving answers to the social increase problems, he's just keeping talking about immigration, closing borders and things like that, to avoid facing the real questions, which are how to share the wealth, how to live in a society where we all have a chance. And this is possible. And we have politicians who make us think it's not possible. But I don't believe them, and I think revolution starts with yourself, and it can start downstairs. And this is what Valérie, Agathe, all the people you see in the film, they don't go to the edge of the world to do a human
rights, comment on dit, de l'humanitaire. Sometimes you just need to open your door to someone who is next to you. You don't need to go to Africa to help African people. You can just like learn about hospitality in your own city, in your own neighborhood, in your own street. And I say that this film, I did it so that the people, when they see it, after they go home, they feel like they can do something, because I think it starts with every single person. We don't have to wait for politicians. This is what I discovered by making this film. Ich habe noch mal eine Frage, also guten Abend. Ich habe noch mal eine Frage zu den gesetzlichen Regelungen, weil mich hat es sehr gewundert, dass auch also allein lebende, unbegleitete minderjährige Geflüchtete, so heißen die hier in Deutschland, oder unbegleitete minderjährige Ausländer, dass sie auch auf der Straße leben. Gibt es keine gesetzliche Regelung, die sagt, doch, das gibt Regeln, aber der Staat respektiert die Regeln nicht. Das ist das Problem. Das ist, was ich versucht habe zu zeigen im Film. Mit den Kleinen, die Sie sehen, das ist immer schlimmer geworden. Es gibt heute vielleicht 1000, die in der Straße schlafen, die 15, 16 alt sind. Und es gibt viele Prostitutionen, viele Pädophilen, die kommen, weil sie wissen, dass es gibt zum Beispiel Afghan boys, they look very pretty, they're very beautiful, and they give them money in exchange of sex. So this is happening right now in Paris, in La Chapelle. There is Agathe, who created a crazy community. It's like maybe 500 families who are hosting underage people. So the citizens in France are doing what the state should be doing and refuse to do. And I have a friend of mine, she's a journalist, and she interviewed Madame Versini. She's the woman in Paris at the Staatsamt, und sie ist verantwortlich für das, diese Madame Dominique Versini. Und in dem Interview hat sie gesagt, il n'y a aucun enfant qui dort, aucun mineur qui dort dans la rue à Paris. Aber wir sehen sie, wir kennen sie, und dann sagt sie das devant la caméra, und sans problème. This is the politicians that we right have in France, and these people are supposed to be left linke. Das ist Parti Socialiste. Aber ich verstehe überhaupt nicht, wieso sie sich Parti Socialiste heißen, weil es gibt also die Politik, das Parti Socialiste macht in Frankreich seit 10 Jahren, hat vielleicht wirklich nichts mehr zu tun mit Sozialismus oder Left oder was weiß ich, ja. Können Sie über die beruhigenden Szenen, wenn Suleiman wandert, spaziert, nachdenkend und poesiert? Also das ist, ich hätte gern einen Film gemacht nur mit Suleiman und Gedicht. Das würde auch sehr, sehr schön. Aber ich wollte auch zeigen die andere Seite und was passiert, damit die Leute lernen über was in Paris passiert. Aber das stimmt, dass wenn ich Suleiman kennengelernt habe, ich habe viele, viele, viele Leute kennengelernt, ich habe mit sehr, sehr verschiedenen Leuten gefilmt. Und, aber mit, wenn ich Suleiman kennengelernt habe, habe ich dann die ganze Idee der Film gewechselt und habe ich entschieden, mit ihm diese Momente zu haben, weil am Anfang habe ich nur ein Interview mit ihm gemacht, wie ich mit vielen anderen gemacht hatte, wo er seine Geschichte gesagt hat. Und dann, er hat in der Straße geschlafen und das war sehr schwierig für ihn. Und ich habe so ihm ein bisschen geholfen, ich habe Sachen aus zu Hause mitgebracht. Und ich habe ihm auch Geld gegeben, weil er war er war 17 Jahre alt, er war alleine und er hatte keine Freunde und wir haben sehr viel gesprochen und er hatte meine Telefonnummer und hat mich viel angerufen. Und nach, jedes Mal, dass ich am Camp kam, haben wir jedes Mal ein bisschen Zeit zusammen gehabt und dann habe ich entdeckt, dass er so immer schreibt und dass er diese Gedichte schreibt und dann hat er angefangen, mich die Gedichte zu lesen
Und ich habe das so schön gefunden und dann habe ich gedacht, das würde sehr wichtig, die Gedichte zu übersetzen. Und dann habe ich ihn gefragt, würdest du die Gedichte mit mir, also record, aufnehmen, ja, mit dem Mic und so, aber so mit einem schönen Sound. Und er war okay und das haben wir bei mir zu Hause gemacht. Und dann habe ich entschieden, dass es würde die Stimme der Film, die beiden Stimmen, also meine Stimme und seine Stimme. Und es ist so, auch der Film ist die Geschichte dieser, de cette rencontre. Begegnung. Ja, diese Begegnung zwischen Suleiman und ich, ja. Moment. Ich möchte auch nochmal zu Suleiman kommen. Bei all dem Schlimmen, was der Film gezeigt hat, hat mich ganz, ganz sehr beeindruckt, die Szenen am Schluss zu sehen, was eine Perspektive im Ausdruck aus dem Menschen machen kann. Der Suleiman hat am Schluss eine total andere Ausstrahlung gehabt als am Anfang. Die Augen haben gestrahlt und diese Szene, als er raus ist und einen anderen gesagt hat, tschüss, das war so berührend. Haben Sie noch Kontakt mit ihm? Ja, Suleiman ist mein Bruder. Ich habe keine Geschwister. So, er ist wirklich wie mein Bruder geworden. Ja. Er lebt in Nancy, im selben Platz, und er hat einen richtigen Arbeit gefunden und auch gut Geld gemacht. Und er hat viel Geld nach Libyen geschickt zu Freunden, die noch dort sind, um ihnen zu helfen, weil manchmal sind sie so Slave geworden, Sklaven, ja. Und er kommt auch nach Paris. Wenn er nach Paris kommt, er bleibt bei uns zu Hause und dann geht er zu La Chapelle. Und wenn er zurück aus La Chapelle kommt nach Hause, er ist total deprimiert, weil er hat zum Beispiel Freunde gesehen, die haben ihn nicht mehr erkannt, weil sie sind verrückt geworden. Und Leute, die von demselben Ort kamen und mit ihm kamen, und die haben die Papiere nicht gehabt. Und deshalb haben sie ils ont perdu la raison. Ja. Weil was die Flüchtlinge, also wenn man zum Beispiel von einem quand on voyage, when you travel from a country in war and you try to escape, you're a slave, you're tortured, you're raped, all these things happen to you, but you have like a vision and you have a horizon, and this horizon is Europe. Then when you arrive to Europe and you find a wall, what do you do? All the hope, everything that was like keeping you alive, and supporting to be tortured and supporting to be facing death many times, disappear. So you lose your mind. And Suleiman was seeing that happening to some of his friends. Und deshalb, er hat keine Lust, in Paris zu leben. Er möchte in Nancy bleiben, weil er sagt, dass wenn er in Paris ist, er kann nicht, er muss die ganze Zeit in La Chapelle sein und die anderen helfen. Und dann, das ist so heartbroken. Ja. Tut mir leid, mein Deutsch ist sehr weit. Ich habe seit 15 Jahren kein Deutsch gesprochen. Bon, je vais vous poser les questions en allemand. Bah oui, je ne sais pas si le public va comprendre après mes questions en français. Bei der Dreharbeit, wir haben die Polizisten reagiert, weil da ziemlich gewalttätige Szenen gibt. Gab es da Probleme bei der Dreharbeit? Also, erstens und zweite Frage, wurde Ihr Film schon im Kino gezeigt oder im Fernsehen in Frankreich? Und wie, wenn ja, wie hat das Publikum, die Zuschauer, pardon, reagiert? Oder reagiert, ja. Yeah, I will answer in English because it's easier for me. The police was harassing us all the time. Most of the scene where you really see good is a very small camera. They didn't understand it's a camera. It looked like a photo apparat, a kleines Leica. And most of the time I was like with the people and even like hiding behind the crowd so the police don't see that I am filming. Many times the police took my camera
and treated me and say, if I found this footage on the internet with my face, I will come to you and you will see what I'm going to do to you. Things like that, they said to me. I have the things recorded on tape, but it was not the idea of the film to show that, oh, how difficult it is to film, because my point was to show what the refugees, the exiled people are experiencing. My experience as a filmmaker being having problem with the French police, I didn't think it's interesting. But you're asking, so I'm telling you, yes, and they were taking my ID, my address, they know where I live, they know, okay. Then no TV accepted the film, no French distributor. So the film is going to be distributed in the US. The film has press in the US and Canada, but not in France. We are discussing with Netflix because it could be interesting that people all around the world can see the film. And we have one very good cinema in Paris called Les Trois Luxembourg, who they loved the film. So they're going to do a séance spéciale. We're going to have like a guest, a philosopher, someone who knows about asylum, someone who is in the film, Suleiman. Every time we're going to do a séance spéciale with Cinéma Trois Luxembourg in Paris. So this is the perspectives, but it's true that the film didn't come out in France and didn't have press in France, because to have press, you need to have the film coming out, which is not the case for the moment. Encore une petite anecdote, Sie sollen so vielleicht die Politiker dazu einladen, den Film anzuschauen. Macron hat den Film Les Misérables angeschaut. Ja, aber Les Misérables war in Cannes. Ja, aber die Verdammten, aber er hat das Leben, er hat das Leben der Banlieue entdeckt dadurch und er war sehr berührt, ja. Und vielleicht, wenn die Politiker so diesen Film anschauen würden, würden Sie vielleicht eine andere Politik haben. Sorry, but Les Misérables is a very politically correct film. And that's why I don't like it. Even if I know the filmmaker, he's a good friend, largely. I know him since 20 years, so I know his work and what he's doing. But he's putting the violence of the police and the violence of the kids at the same level. And this is what the French state love. And that's why the film has so much success, because it's not the film that is moving the lines. It's a film that is just saying, oh, violence is there, we cannot do nothing against it, which is not true. The film is not questioning the origin of the violence. And this is what is to question. And because it's not questioning the origin of the violence, Macron is seeing it, and it's in Cannes, and it's everywhere with prices and this and that. Because it's not a film that is making you moving the lines. Why you do things? Why you do films? Do you do films to just like say, okay, this is how things are, don't change anything? Or do you do films to question and push the people to change their perspective? Okay, I'm going to ask in English, so if you could answer in English, it would be great. You talked a little bit about it before regarding the Afghanistan. I was just thinking there seemed to be a lot of male, like a lot of men, but less women. And maybe you could talk a little bit about that. First of all, there is like maybe 10% of women and 90% of men on the camps. And what I mean, I'm just talking about Paris. And most of the women that I met and talked to, they didn't want to be filmed. So I respected that. That's why you don't see so many women in the film. You have to understand that most of the people who are trying to escape war are men, because they are the people who are sent to fight. And second thing, if you're a woman and you want to make this journey, like Suleiman, it means you are accepting to be raped many, 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 many times. So there is a lot of women who prefer staying where they are and going through horrible things where they are. And all the women that you see, of course, like, and didn't have money to pay a ticket to come with the flight, with the plane and a visa, it means you're going to be raped, and you can be killed. And as a woman, it's much more difficult to make this journey, because you can be kidnapped, you can be become a sex slave, and it's the same for guys, huh? It's the same for teenagers, but it's even worse for women.
Maybe we can have a drink at the cafe upstairs, okay, to change the mood. Thank you.